Ich spiele beim MSV Duisburg in der ersten Frauen-Bundesliga. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr gesehen habt, habe ich eine kleine Pause seit der WM gemacht. Mein letztes Video war beim Deutschlandspiel. Ein bisschen enttäuschend, dass die Deutschen nicht weitergekommen sind. Aber jetzt gibt es hier eine neue Challenge gegen eine Profi-Torhüterin. Wir wollen gucken, wer besser ist und was passieren wird. Let's go! Freunde, ich bin aber nicht alleine. Sonaldo und Mike sind am Start. Mike, schon mal danke für das T-Shirt. Das wird direkt angezogen. Gerne, Bro. Aber pass auf, dass du nicht so viel fliegst mit dem. Hauptsache nicht auf die Schnauze fliegen. Nur richtig fliegen, Freunde. John, was hast du bekommen? Ich habe auch ein T-Shirt bekommen, aber ich finde das gerade nicht. Ah, richtig, John. Du findest das nicht. Und unsere Torhüterin stellen wir euch gleich vor. Hier sind die ganzen neuen Grip Mode Sachen drin. Aber noch streng geheim. Nein, nein. Ah, darf man gar nicht sehen? Doch, doch, doch. Ah. Die sind schon raus. Die sind schon raus, aber der Rest nicht. Ne, warte, zeig dir nicht. Dieser Rasenplatz hier, ich sag euch mal, der ist einfach perfekt. Guck mal hier, wie perfekt der Rasen ist, Freunde. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf einen so guten Rasen... Ich glaube in Vancouver. Sieht gut aus? Normal. Mike ist der Inhaber von Grip Modes. Der hat alles selber entwickelt, alles selber gemacht. Hier auch die Socken. Und Anna ist seine Spielerin, die auch gleichzeitig beim DFB spielt und hier beim MSV Duisburg. Freunde, keine Ahnung, ob ich gleich eine Chance habe. Ihr habt gesehen, hey, es ist kein Spaß mit dir hier. Und? Ja, ja! Boah, der war noch gut gerettet, der auch noch. Der war drei Mann drin. Wieder ein YouTube-Video nach so langer Zeit zu drehen. Das ist das Beste. Ich freue mich auf mehr YouTube-Videos. Nice. Heute bin ich hier mit der Torhüterin am Start. Anna, stell dich mal bitte vor, wo spielst du, wie alt bist du, wie bist du überhaupt zum Goalkeeping gekommen? Ja, erstmal hi, ich bin Anna, ich bin 19 Jahre alt, spiele beim MSV Duisburg in der ersten Frauen-Bundesliga. Wie ihr sehen könnt hier im Zeichen. Und ich spiele ungefähr seit 2015 im Tor. Wow. Und wie kam das? So, hast du ein Vorbild oder wie kommt man so, weil Torhüter, ich weiß nicht, die meisten wollen Stürmer sein, Mittelfeld, aber wie bist du zur Torhüterin geworden? Also mein Vorbild ist Marc-André Ter Stegen, aber früher war ich immer Feldspielerin, Flügel auch so. Und dann hatten wir mal ein Pokalspiel, da war die Torhüterin nicht da, dann musste ich dann halt ins Tor. Der Klassiker, du hast gut gemacht bestimmt. Ja, ich habe im Elfmeterschießen dann alle gehalten und dann kam eine Runde weiter und dann... Dann war das klar ab dem Moment an. Also wir machen das heute so, du wirst 5 Elfmeter schießen dürfen und auch halten gegen mich, denn wir wollen ja schauen, Kreisliga-Fußballer gegen Profifußballerin. Mein Finger ist aktuell gebrochen. Das ist jetzt keine billige Ausrede, Freunde. Das ist tatsächlich so. Deswegen darf Mike für mich ins Tor gehen. Ich wollte erst Ronaldo. Hey, da ist er doch. Was geht? Bro, wir machen jetzt 2-1. Okay. Enttäusch mich nicht. Ich darf ins Tor? Du musst sogar. Ich darf hier nicht. Aber stimmt. Das wäre ja einfach. Dann weiß ich, in welche Ecke die machen. Okay. Okay? Yeah. Bist du ready? Ja. Gut, dann machen wir das. Verliert doch. Keine Chance. Wir machen das. Let's go. Schnick, schnack, schnuck. Nein! Ja. Boah, sie darf anfangen. Okay. Oh, Mike, den hast du. Ich will, dass du dahin schießt. Boah, sachte in die Ecke. Er wollte auch dahin. Ja, genau das wollte er. Okay, jetzt muss sie ins Tor. Mein erster Schuss. Schauen wir mal, ich sag mal so, im schlimmsten Fall, wenn es bei mir nicht gut läuft, muss der Mike auch für mich schießen. Aber ich fange mal erstmal an mit meinem Schuss. Ready? In die andere Ecke geguckt. 1-1.
Aber ich weiß doch selber entscheiden. Ja, weißt du, was du nicht gesehen hast? Was denn? Der Torwart drin hat die Ecke gesagt. Oh. Dann weiß ich nicht, der hat die falsche Ecke gesagt. Aber okay, das war ein bisschen link mit abstoppen und langsam anlaufen. Aber wir machen das hier nicht zum ersten Mal. Warte, bist du wirklich bereit? Komm, sei nicht nervös. Der Mike macht Mindgames hier. Gucken wir mal, was er jetzt beim zweiten Schuss macht. Ja. Den hat er. Ich bin nervös. Weit in die Mitte schießen. Ja, gut gedacht, auch da gut ist geschossen. Die Erfahrung da, oder? Stark, danke. Hey. Jetzt gehen wir erstmal in Führung, also ich versuche es. Gegen alle Profis, die ich angetreten habe, die haben alle gemeint, die machen 5 von 5 rein. Aber. Wir haben es nie geschafft. Auch heute nicht. Da war sie fast dran, muss man sagen. Der Mike, ihr müsst verstehen, der macht das über den Kopf. Das ist so, guck, seine Spielchen fangen jetzt schon an. Guck mal, wo der steht, wie der da rauskommt. Anna, wenn du verschießt, kriegst du 10 Paar neue Grip-Mod-Handschuhe. Das ist verlockend. Aber zeig mal kurz die Handschuhe, die sind ganz cool, ne? Mit dem Namen drauf. Ja, die sehen cool aus. Ich habe keine bekommen, aber ich habe dafür das Trikot. Darf dich nicht irritieren. Boah, stark. Da hast du sehr gut gemacht. Der Mike mit seinen Mind Games, er hat es versucht, diesmal hat es nicht geklappt. Jetzt muss ich den nächsten reinmachen. Stoppen und so. Darf man das? Darf man das? Freunde, schreibt mal in die Kommentare. Vielleicht ist da irgendein Schiedsrichter. Ich habe mir diesen Schuss, diese Technik von Lewandowski abgeguckt. Bei ihm wurde es noch nie abgepfiffen. Vielleicht mache ich es aber auch einfach nicht so gut wie Levi. So, jetzt ist Anna wieder dran. Warte, das ist jetzt dein vierter Schuss. Mhm. Wir führen. Das heißt, du musst den jetzt reinmachen. Noch ein Ja! Let's go! Mike, du darfst den nächsten schießen. Darf ich schießen? Gegen deine Torhüterin. Gott. Jetzt ist die Challenge. Bitte nicht, bitte nicht. Bro, du hast 2 gehalten. John, willst du schießen? Den entscheidenden musst du machen. What a play! Nein! Da wollte ich dem Mike einmal sagen, okay, Mike, erledige du das. Ich brauche die Arbeit nicht zu machen, aber das kann sie wieder nachziehen, okay? No! Aber gut, den musst du jetzt halten, ne? Ja, danke für den Ball. Mache ich jetzt Gentleman oder mache ich jetzt rein? Was meint ihr? Nope! Mit der Hand, bam! Wie eine Katze rausgeholt, okay? Da ist er drin. Den Torwart mit ins Tor geschossen. Mike, was ist da los? Ich hab dich engagiert, damit du die Bälle hältst. Nein! Nein! Sehr stark. Freunde, also der von Mike war ja Disrespect. In der Tat. Danke auch dir, Mike. Danke gerne, euch gerne fürs Einschalten. Schaut bei Anna vorbei, schaut bei Mike vorbei. Alle hier unten verlinkt natürlich. Und wir sehen uns im nächsten Video. Möchtest du noch irgendwas sagen? And get the grip, guys. Folgt ihm. Abonnieren und Glocke aktivieren. So ist das. Nein, folgt Anna. Ciao, folgt ihr sowieso. Ciao, Freunde.